I don't think so, Agent Tethers. I need to get the rest of the broken pieces from the brothers to fix this. You see them, don't you? Listen to their words, their riddles. Uh-huh. Sie müssen ankommen. Mhm. So, entweder werden hier welche gefuttert oder hier. Gut. An jeder Kreuzung teilen sich die Fische, wenn es eine gerade Nummer hat. So, damit die sich nicht teilen müssen, kriegen die keine Kreuzung. Also haben wir schon mal drei, die auf jeden Fall ankommen. Okay. Brauchen wir nur noch 13. Wenn wir die hier hinsetzen, haben wir 7, die auf jeden Fall ankommen, und 4, die eventuell ankommen. Da sagen wir erstmal nur 7. Okay. So. Wenn wir hier 4 hinpacken. 2 eventuell weg und 2 kommen an. So. Wir haben 4, die auf jeden Fall ankommen. Und 4, die eventuellerweise gegessen werden. Wir brauchen 16. 4 und 7 sind keine 16. Okay, wenn wir das umdrehen, dann sind hier 3, die auf jeden Fall nicht ankommen. Dann haben wir hier schon mal 8, die ankommen. 4 sind aber nur 12. So. 10, die auf jeden Fall ankommen. 3, die auf jeden Fall ankommen. Sind 13, dann fehlen uns trotzdem noch 3. Hier sind 2, die vielleicht ankommen, und hier sind 3, die vielleicht ankommen. Es müssen hier und hier gleich viele ab. Die können sich da aber nicht entscheiden. Hier gehen 3 weg. Das ist ungerade. Hm.
3 und 3 sind 6. Hier kommen ja auch noch welche dazu. Bin nicht dran gedacht. Die teilen sich. Hier sind 4. Wie viele Fische haben wir überhaupt insgesamt? 10, 18, 21. Das heißt, ich kann mir 5. Ich muss mir 5 leisten. Okay. Müssen weg. Wie sich das anhört. 5 müssen weg. Das heißt, die da hinsetzen, dann haben wir 3 schon mal keine Ahnung wohin. Hier sind dann 2 weg. Drei gehen hier lang. 2, das sind 5, die hier komplett stuck sind. Und 3 kommen hier runter. Das passt nicht. Obwohl, warte, es ist ja. Hier gehen 2 runter. Das sind nämlich keine 5, das sind 8. Okay. Alter. Das wird echt anstrengend nach einer Zeit. Das wird echt anstrengend. Wo habe ich denn meine Wasserflasche gelassen? Da hinten. Okay. Fische, die muss ich loswerden. So, hier sind schon mal 3, die hier nicht weiterkommen. Hier sind 2, die hier gefuttert werden könnten. Das wären also hier unten schon mal 5. Aber die kommen. Hier sind 3, die nicht weiterkommen. Eventuell, wenn die 2 dazukommen, werden hier 5 gefuttert. So, hier kommen 2 dazu, dann sind das 10. Die halbieren sich hier und werden eventuellerweise hier gefuttert. Wenn sie nicht hier gefuttert werden, dann werden sie hier gefuttert. Und da ich 5 loswerden muss, entweder hier oder hier, müsste der Rest durchkommen. Okay. 2. Dann das 10. 5. Wenn sie hier gefuttert werden. Und dann habe ich die Fische hier unten alle. 5. 11,
14. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Das hier sind 9. Und dann kommen dann hier noch 2 dazu. Sind 11. Die 2 gehen hier rüber. Und die teilen sich dann 5-5 aus. 11 und 5 sind 16. Na, ob's funktioniert? Jawohl. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Yay. Okay. That's it. Only one more piece. Bist du dir sicher, dass nur noch einer fehlt? Weil hier sind Rocks, trees, animals. Do you ever just stop and watch the birds, Mr. Tethers? A quorum of crows congregating in rows on a line meant for clothes is an omen of woes. Okay. Die Fotos könnten sich überlappen. Eine minimale Anzahl. Kann man die von A nach B schieben? Nein. Leider nicht. Dieser Vogel ist dieser Vogel. Also starten wir mit diesem Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich jetzt alle? Nein. Gut, starten wir mit diesem Bild. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 7, 8, 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Verdammt. Okay. Warum kann man die Vögel nicht von A nach B schieben? Die Fotos. Geht es, dieses Foto mit diesem Foto sich überlappt, ist schon mal klar. Und dass sich dieses Foto mit diesem Foto überlappt, ist auch klar. Gut, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Krähen. Gut. 5. Dann ist das auch die 5. 6, 7, 7, 8, 9. Hä? Wo ist mein Gedankenfehler?
Aha. Okay. Ein blauer Vogel am Ende der Leine. Also ist das das erste Foto. Zwei Vögel. Sind diese zwei Vögel? Oh. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7. Dann müssten es 7 sein. Oder? Dieser Vogel. Oh, warte. Moment. Dieser Vogel ist. Und diese zwei Vögel, diese zwei Vögel. Dann. Okay, vielleicht auch nicht. Obwohl. Warte. Dann kann dieser Vogel. Dieser Vogel sein. Der da. Und dieser Vogel ist dieser Vogel. Weil dann haben wir 1, 2, 3, 4, 6. Dann sind es nämlich nur 6. Noch weniger. Okay, das ist Vogel Nummer 1. Dann ist das auch Vogel Nummer 1. Zwei, drei. Ist die 3. Ist die 4, 5. Dieser Vogel. Okay, wenn dieser Vogel ist, dann ist dieser Vogel. Warte. Dann sind diese zwei Vögel, diese zwei Vögel. Diese zwei Vögel sind diese zwei Vögel. Und dieser Vogel ist dieser Vogel. Die haben alle den Vogel, diese Vögel. Okay, dann ist das hier der Vogel 1. Genauso wie der. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 5, 6. Okay, nochmal. 1.
Dieser Vogel hat einen Vogel. Ist ein Vogel. Sechs. Aha. Random weißer Kasten davor. Okay. Was die gemacht haben, die haben diese zwei Fotos nebeneinander gesetzt. Da sind diese zwei Vögel, der Vogel und der da. Ich hab doch vorhin 6 gesagt, oder nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ei. Die zwei nebeneinander ergeben dieses Bild. Das heißt, dieses Bild hier könnte man rausnehmen komplett. Und die hier könnte man mit den hier über Dingensen. Die hier sind die zwei. Okay. Ich glaube. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ha!
Oh Mann. Ich möchte nicht wissen, wie lange ich jetzt an diesem Bild gesessen habe. That's all of the pieces. Now I just need to reassemble them. Gut. Probieren wir die Sachen mal zusammenzupacken. Nope. Boah. Das kann mich doch nicht so erschrecken. Damn it. Ha, damn it. Genau.